Hallo Susanne. Du bist für den Transporter der Baroness hier? Ich bin so erkältet, ich kann ihn nicht fahren. Ich komme schon seit Tagen nicht mehr aus dem Bett und es ist noch keine Besserung in Sicht. Ha, Lüge, du stehst hier total freudestrahlend neben deinen Tieren. Ich habe Jack um Hilfe gebeten und er hat gesagt, dass er sich darum kümmern würde. Ob der Jack das kann? Ich weiß, dass er oft verantwortungslos handelt. Doch er hat es hoch und heilig versprochen. Jack wird auch nicht selber fahren. Ich habe einen erfahrenen Chauffeur engagiert. Jack fährt mit, um den schwierigen Übergang zwischen den vergessenen Feldern und der Reitarena zu markieren. Was kann da schon schiefgehen? Er wartet unten beim Hafen. Reite zu ihm und sprich mit ihm. Mach's gut und viel Erfolg, Susanne. Na gut. Er wartet unten am Hafen, okay. Hallo. Du sollst, nein, du solltest auch nicht plötzlich nach rechts abdriften. Du solltest dahin gehen, wo ich dich hingelenkt habe. Das ist wieder zu schwer, ne? Ich hab's schon mitbekommen. So. Die Frage ist jetzt... Ach, da hinten ist er. Wie geht's, wie steht's? Ich wollte gerade mit dieser alten Karre zur Reitarena aufbrechen. Willst du mit und den Weltrekord im riskanten Fahren brechen? Das wird einfach super. Ich werde schneller als ein Blitz und gefährlicher als eine Lawine fahren. Ich werde alle Rekorde brechen. Der Chauffeur? Ich habe ihn weggeschickt. So etwas Spannendes will ich selber machen. Beruhige dich, ich mache das schon. Du kannst dich auf mich verlassen, Susanne. Vertrau mir einfach. Ich fahre jetzt los. Wir sehen uns bei der Reitarena. Es ist wohl besser, wenn du Jack folgst und sicher gehst, dass er auch ankommt. Ja, ziemlich genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Eieiei. Es sieht so aus, als wäre etwas vom Transporter gefallen. Und ich glaube, ich soll ihm folgen. Achso, hier vorne. Achso, ich muss nur durchreiten, okay. So, der ist hier hochgefahren, meine ich. Was? Das sind alles Fahnen, die da runterfallen. Okay. Oh, ich ahne Schlimmes. Wieso hat er hier was verloren, wo er gar nicht durchfahren sollte? Hä? Ach, da... Ach, du Schande. Okay. Noch schlimmer, als ich dachte. Hallo. Gut, dass du die Fahnen gefunden hast. Sie sollten einen schwierigen Übergang markieren. Ach so, deswegen. Ich muss etwas mit den Türen... des Transporters. Es muss etwas mit den Türen des Transporters nicht in Ordnung sein, da sie einfach ausgefallen sind. Ob ich mich vergewissert habe, dass die Türen geschlossen waren, bevor ich losfuhr? Solche langweiligen Sachen mache ich nicht. Wenn man auf so etwas Wert legt, muss man schon einen richtigen Chauffeur einstellen. Halte dich nicht an solche Kleinigkeiten auf. Du, ich glaube, da stimmt etwas mit der Karre nicht. Ich kann keine Reitarena entdecken. Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe die Karte falsch herumgehalten. Ich bin so schlau. Man sollte diese Kartenherstellern wirklich sagen, dass sie ihre Karte richtig herumdrücken sollen. Versuche mir zu folgen. Ich werde schneller sein als ein geölter Blitz.
Es ist wohl besser, wenn du Jack folgst. Eieiei. Es war mir schon klar, dass das im totalen Chaos ausarten würde. Wie zur Hölle ist er jetzt diesen Weg hochgekommen mit dem breiten Transporter? Ja, und er ist immer noch nicht da. Ist das hier wirklich die Reitarena? Nein, die Karte ist wertlos. Wie kann man nur solche wertlosen Karten herstellen? Ich verlasse mich ab jetzt wohl besser auf mein Gefühl. Wohin soll ich fahren, Susanne? Dahin? In Richtung vergessene Felder? Ha, das... Dann wird das gemacht. Nein, nicht in Richtung vergessene Felder. Das ist doch falsch. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht, Susanne. Ich werde über die vergessenen Felder schweben. Nicht sicher? Die Brücke benutzen? Wie langweilig. Na gut, na gut. Es wird so oder so schnell gehen. So schnell wie ein Turboblitz. Mach's gut, alter Igel. Es ist besser, wenn du Jack folgst. Und schon wieder sind hier alle Sachen runtergefallen. Ich wollte ja nur hier rum, weil hier der Regenbogen ist. Beim nächsten Mal musst du mir aber genauere Anweisungen geben. Hier ist weit und breit keine Reitarena zu sehen. Wo bin ich überhaupt? Problem? Ja, ja, Susanne, schäm dich nur nicht. Fahren wir nach Hause. Ich werde die Reitarena nie finden. Was? Man kann die Reitarena von hier sehen? Ja, schau nur. Ha! Ich werde mit dem Transporter über das Wasser hüpfen und durch das Fenster brettern. Keine gute Idee? Ich kann mir deine langweiligen Kommentare echt nicht mehr anhören. Wir sehen uns bei der Reitarena. Es ist besser, wenn du Jack folgst. Eieiei. Hat was von Babysitten hier irgendwie, diese Quest? Da ist was. Wahrscheinlich wird jetzt gleich irgendwo im Wasser stecken bleiben. Ist das letzte da? Ja, oder so. Was ist das? Wasser über Wasser und keine Brücke? Wie soll ich denn da rüberkommen? Das hier muss die Stelle sein, von der Papa gesprochen hat.
Er hat irgendetwas davon gesagt, dass das Wasser an einer Stelle ganz niedrig ist. Ich habe aber nicht wirklich zugehört. Nimm die Fahnen aus dem Transporter und markiere die Stelle, an der das Wasser nicht tief ist. Dann können wir zur Reitarena fahren. Ehrlich gesagt wird mir langsam langweilig. Sollen wir nicht lieber zurück nach Jarlaheim und Videospiele spielen? Nein? Na gut. Das ist aber die letzte Aufgabe, die ich mit diesem Transporter erledige. Danach musst du alleine zurechtkommen. Ich habe viel wichtigere Dinge zu tun. Ja, bestimmt. Okay, ich bin immer hinten drüber gesprungen. Fällt mir gerade so auf. So, nun zeigen die Flaggen, an welcher Stelle man das Wasser überqueren kann. Eine Sprungrampe hätte ich doch cooler gefunden. Hm, vielleicht könnte ich so etwas bauen. Ha, jetzt werde ich den Weltrekord in Supergeschwindigkeit brechen. Wir sehen uns bei der Reitarena, du alte Eule. Bleiben die jetzt hier? Ich meine, ich glaube es ja eher nicht. Aber wäre schon cool, dann wüsste man immer, wie man rübergehen kann. Ja, und schon wieder springst du nicht. Ich weiß gar nicht, wofür ich ein Sprungpferd habe, wenn das Sprungpferd nicht springt. Schau an, der Transporter ist ausgeliefert. Gut, es wurde auch wirklich langweilig. Susanne, ich gehe jetzt zurück nach Jarlaheim. Hab super viele Sachen zu tun. Willst du mit und Videospiele spielen? Nein? Okay. Robin? Na gut, dann sind wir mit diesem Transportdesaster wohl auch fertig. Sag der alten Baroness Bescheid, dass der Transporter nun einsatzbereit ist. Du kannst ihn ja mal ausprobieren. Bestell ihn von mir, Jack Goldspur, die besten Grüße. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Jarlaheim. Susanne, wir sehen uns. Ja. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Eieiei. Wie immer, wenn Jack beteiligt ist, war die Quest ein totales Desaster. So, Baroness, wo bist du? Da. Guten Tag, liebe Susanne. Der Transporter ist da. Super. Ich hoffe, dass das Ganze nicht zu aufwendig war. Alle werden dir sehr dankbar dafür sein. Als Dank für deine Hilfe bekommst du dieses Geschenk. Noch einmal tausend Dank an dich, Susanne. Und bis bald. Oh. Okay, ja, eine beige Reithose mit nicht so tollen Werten. So, wir haben dann jetzt noch eine Quest hier unten. Konrad, altes Haus. Das sind die Fässer, dass die Fässer eine solche Herausforderung sind, hätte ich nicht gedacht. Hier, Susanne, solche Fässer hat Jorvik noch nicht gesehen. Reite zurück zu Mali. Okay, dann machen wir das doch mal eben schnell. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob er dann wirklich alles zusammen hat. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir dann, wenn das jetzt soweit alles ist natürlich,
ab heute auch bei Ihnen zwei Reitstrecken haben werden. Also nicht nur die Sprungreitstrecke, sondern auch die mit dem komischen Namen. Ich habe sie vergessen. Also ich habe ihn vergessen, den Namen. Wo warst du? Wie kann es so lange dauern, ein paar Fässer zu reparieren? Oh, der Schmied hat Tag und Nacht gearbeitet und Fässer gemacht, die Jahrhunderte halten. Uff, ich frag mich, was das kostet. Ich wollte ja nur, dass er ein paar Latten austauscht. Nee. Während du weg warst, habe ich gelesen, wie Barellrennen, genau so hießen die, stattfinden, Susanne. Hinter meinem Haus habe ich markiert, wo die Fässer stehen sollen. Du musst nur dorthin reiten und sie aufstellen. Danach kann es losgehen. Okay, ach, dann ist das hier die neue Reitarena? Nehme ich mal an. Ja, natürlich muss ich wieder absteigen. Was auch sonst. Juhu, gut gemacht, Susanne. Bist du bereit für ein Barellrennen? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich kann es mal versuchen, ja. Ach ja, wir müssen die Bahn natürlich auch noch genehmigt bekommen. Kannst du zu meinem Bruder Kane reiten und ihn darum bitten, die Bahn zu inspizieren? Ich weiß, dass es jetzt doof ist, nicht sofort losreiten zu können, aber wenn die Bahn nicht genehmigt ist, darf ich sie nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und er ist ein ziemlicher Korinthenkacker. Ich weiß, das habe ich schon mitbekommen. Ja, das war der Herr in Silverglade. Ich reite mal eben schnell dahin und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach so, mein Bruder will also, dass ich seine neue verrückte Bahn inspiziere. Wir werden sehen. Ich habe gerade viel zu tun. Morgen vielleicht. Wir werden sehen. Okay, das ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass, ja, da hier jetzt nichts mehr angezeigt wird, dass das eine 24-Stunden-Quest ist und der gute Marley vermutlich morgen mehr zu sagen hat. Dann würde ich sagen, dass ich mich für heute wirklich endgültig verabschiede und dass wir uns dann hoffentlich in einem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.